weltgrößte Fitnessmesse FIBO Global Fitness ist zurück. Nach Zwangspause durch die Coronavirus-Pandemie kamen vom 7. bis 10. April über 50.000 BesucherInnen und über 500 Aussteller aus 109 Ländern nach Köln. Der Restart ist also mehr als geglückt. Die in der Pandemie stark eingeschränkten Bewegungsangebote haben die Themen Gesundheit und Prävention stark in den Mittelpunkt gerückt. Nicht zuletzt die Erkenntnisse aus der Coronavirus-Pandemie haben gezeigt, dass gesunde und aktive Menschen im Durchschnitt deutlich besser durch eine etwaige Erkrankung kommen. So war es auch nur konsequent, dass die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention, kurz DGSP, gemeinsam mit ihrer Partnerorganisation Exercise is Medicine Deutschland und der Europäischen Initiative für Exercise is Medicine sich diesem Themenschwerpunkt angeschlossen haben. Die FIBO selbst engagiert sich als Mitglied von Exercise is Medicine seit fast einem Jahr für den Kampf gegen den Bewegungsmangel in der Bevölkerung und stellte dafür nicht nur den Meeting Point Health and Wellness in Messehalle 8 zur Verfügung, sondern veranstaltete auch die Premiere der Exercise is Medicine Days. Am Freitag, den 8. April, standen dabei die Erkenntnisse und Folgen der Covid-19-Pandemie auf der Agenda. Besonders spannend und mitreißend das sehr offen geführte Interview mit der deutschen U21-Vizemeisterin im Karate Lena Mikulic, die am Long-Covid-Syndrom erkrankt ist, mit ihrem behandelnden Arzt Professor Jürgen Steinacker. Ein Kurzinterview mit beiden ist neben diesem Film auf der Facebook-Seite der DGSP verfügbar. Der Samstag stellte die Frage in den Raum, wie Exercise is Medicine konkret umgesetzt werden kann. In anderen Worten, mit welchen Initiativen können inaktive Menschen vor Ort in Bewegung versetzt werden? Der Vorsitzende von Exercise is Medicine Deutschland, Professor Wilhelm Bloch, zieht ein Resümee der ersten Exercise is Medicine Days auf der FIBO. Ich glaube, die Exercise Medicine Days waren erfolgreich. Wir haben eine sehr gute Plattform gehabt, um diese Idee in die Welt zu bringen. Denn Exercise Medicine, die Bedeutung der körperlichen Aktivität für das Gesunderhalten, aber auch für die Wiederherstellung der Gesundheit, und das würden wir ja auch verstehen unter Exercise Medicine, ist von zentraler Bedeutung. Und es braucht auch solche Plattformen wie jetzt hier auf der FIBO im Rahmen dieser Exercise Medicine Days, um letztendlich im breiten Publikum klarzumachen, welche Potenz eigentlich in körperlicher Aktivität steckt und wie wir diese körperliche Aktivität auch einsetzen können, um gesund zu erhalten und Gesundheit wiederherzustellen. Klar war, dass die FIBO selbst mit gutem Beispiel vorangegangen ist. Auf den Ausstellungsflächen konnte ausprobiert werden und viele BesucherInnen haben eindrucksvoll gezeigt, was alles in ihnen steckt. Dabei reichte die Themenvielfalt von Fitnessgeräten und Trainingswelten über Ernährungsaspekte hin zum Reha-Sport. Auch DGSP-Partner Cosme, The Metabolic Company, zeigte seine neuesten Innovationen. So beispielsweise die neueste Version seines Stoffwechselmonitors für klinische Anwendungen Q-Energy. Chief Sales Officer Sebastian Händel von Cosme erklärt, was das Gerät so besonders macht. Das Q-Energy macht besonders, dass es ein Desktop-System ist, was letztendlich eine Vielzahl an Messmöglichkeiten in einem Device vereint, alles basierend auf einer zentralen Datenplattform, unserem Cosmed Ecosystem Omnia. Und wir können mit einem System letztendlich den ganzen Bereich des Stoffwechsels abdecken, sprich Stoffwechselanalysen des Energieumsatzes, der Körperzusammensetzung, aber auch unter Belastung, Leistungsfähigkeit und auch Stoffwechselreaktionen unter Belastung mit einem System aufzeichnen. Und das ist letztendlich was unique ist, was so in der Form nicht nochmal am Markt verfügbar ist im Moment. Cosmed war auch Station der DGSP und FIBO Guided Innovation Tour mit neuen Innovationen aus dem Feld der Sport- und Bewegungsmedizin. Vier Tage FIBO, vier Tage Innovationen der Fitnessbranche, vier Tage hochkarätige Gespräche, Interviews und Diskussionen bei den ersten Exercise is Medicine Days. Bleibt zu hoffen, dass keine weitere pandemiebedingte Pause die folgenden zwei wichtigen Termine stört, die Sie sich jetzt bereits vormerken sollten.
Die 10. Konferenz der europäischen Initiative Exercise is Medicine vom 27. bis 29. Oktober diesen Jahres in Padova sowie die nächste FIBO Global Fitness, die vom 13. bis 16. April 2023 auf der Kölnmesse stattfinden wird.